Wir schreiben den 17. Oktober 2011. Noch nicht. Ja, liebe Freunde der Zeichenunterhaltung, herzlich willkommen zu einem im Vorfeld schon aufgenommenen Special vom Raven Knight. Sozusagen fast back to the roots, wenn man seine Spieleserie angeht. Und er hat einen Gast dabei, und zwar. Die Steffi. Huhu, hallo ihr Lieben. Jawohl, einige von euch kennen sie schon. Ich war zwischendurch mal bei ihr als Gast dabei und daher dachte ich mir, hole ich sie mal dazu. Wer jetzt meint, schon wieder ein neues Projekt, du hast doch so viele. Leute, das ist jetzt erstmal der wirklich ein Projekt, was im Hintergrund weiterlaufen wird, wo ihr euch keine Gedanken machen müsst, dass das wirklich um mich umbringt, wenn ich da so viel aufnehme von. Da werden die Videos auch länger. Das hat einfach nur den Grund, dass ich wieder zu den alten Spielen zurückkehren möchte. Shaitan, ich hoffe, ich habe dich richtig ausgesprochen. Du hast mir ja schon ein paar Mal PNs geschickt. Du möchtest dieses Spiel und auch ein anderes von mir sehen. Ja, ich gebe dir die Möglichkeit, es zu sehen. Ich hoffe, du hast dann Spaß daran. So, ja, aus dem Hause Capcom, ihr seht schon richtig, die ganzen vielen Steine da, die sich zusammenbasteln. Jawohl. Bling, da ist es. Tja, viele werden gleich sofort die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn sie sehen, was es ist. Einige eher nicht, einige werden sich vielleicht freuen. Ja, diese alte Zeittafel, Leute. Die besagt schon so einiges. Der Soundtrack zu diesem Spiel ist übrigens genial, das sage ich jetzt schon im Vorfeld. Oh Mann. Da bin ich ja Breath of gespannt, weil Fire 3. Breath of Fire 3 für die PlayStation. Das ist auch der gegebene Anlass, warum ich auch Steffi dabei haben wollte. Sie macht nämlich gerade Breath of Fire 2 und hat mich schon zweimal als Gast dabei gehabt. Und da ich als mein allererstes Projekt Breath of Fire 2 hatte, dachte ich mir, mache ich jetzt auch Breath of Fire 3 mal. Das auch schon von einigen Let's Played wurde, aber wir machen es jetzt mal selber. Gut, das erste Mal bei meinem allerersten Let's Play hatte ich den guten Held Rafe genannt. Das werde ich bei Breath of Fire auch beibehalten. Da ist mir jetzt egal, was andere davon halten. Der wird Rafe heißen, einfach nur der Vergangenheitswillen. So fing alles an. Nostalgie. Genau, Texttempo werden wir auf schnell stellen. Anzeigen, Hintergrund machen wir auf grün. Hintergrund machen wir Stein. Machen wir Stein, machen wir. Sound auf Stereo lassen wir und ich stelle aber Autorun ein, weil ich keine Lust habe, nur zu gehen. So, des Weiteren werden wir jetzt gleich loslegen. Taucht mit mir ein in eine Welt voller Fantasiegestalten und Chris-Erz, wie wir es hier sehen. Oh Mann, Leute, also da werden Erinnerungen wach bei diesem Spiel. Wie lange habe ich auf dieses Spiel damals gewartet? Mogu spricht es nun. Okay, der Sprengstoff ist bereit. Was ist denn das da? Ein Ei oder was? Ja, hier läuft der Bildschirm, hier läuft der Gespr das Gespräch noch automatisch ab. Man sieht diese Art von Dingen sehr oft. Nun, sei es drum. Hier springt er automatisch weg. Komm schon, lass uns weiterarbeiten. Warum hockt er sich dahin? Hat er Angst? Naja, egal. Ja, Sprengstoff wohl legen, ein bisschen eine Schnur legen und fum. Okay, beide verstecken sich. Dieser Drache, der im Chris jetzt eingesteckt wird, mal gucken, ob er dadurch erwacht wird. Von diesem Sprengstoff. Und oi, oi, oh. Oh, oh, da tut Tut sich sie was. was? Da tut sich was. Ja, Mai, was passiert denn da? Bumm! Oh, oh. Nicht, dass der Kleine böse wird. Oh je. Oh, wie süß, der kleine Welpe. Oh, wie süß. Oh, ups. Was zum? Es lebt ja noch. Ah, wow. Ey, hörst du wohl auf, einen Stein zu werfen? Okay, und das finde ich schön bei diesem Spiel. Man fängt sofort mit einem Angriff an. Erstmal das Menü erklären. Man könnte jetzt, wenn man nach links geht, den Gegner prüfen. Das heißt, man könnte sich eventuell Fähigkeiten abgucken. Man könnte Gegenstände benutzen, aber als Drache, naja, eher unhandlich. Man könnte sofort angreifen, man könnte abwehren oder Fähigkeiten benutzen. Mit dem L1-Knopf könnte ich sofort automatisch kämpfen lassen und mit R1 könnte ich versuchen zu fliehen. So, allerdings werde ich den Welpenhauch benutzen, da ich auch schon weiß, wie das hier automatisch läuft. So. Wir hauen den Welpenhauch raus.
Boah. Tja, und die beiden sind ein bisschen geschmort. So. Der hat Fisherman's Friend genommen, nicht? So in etwa. Extra, extra strong. So, und wir gehen erstmal an dieses Figürchen dran. Er bewegt sich nicht. Der hat nichts. Aber er hat was, nämlich die Flügelklinge. Die bewahren wir für später auf. Das wissen einige nicht, dass man sich bei dem was holen kann. So. Und man kann doch nicht ins Menü gehen, gar nichts. Man könnte ihn nur abbremsen, indem man dann eben halt den Spurtknopf Kreis in diesem Fall drückt. Man kann die Kameraperspektive mit R1 ändern. Und man kann mit Start den Fixpunkt ändern, um von da aus dann die Perspektive zu ändern. Ist in manchen Situationen sehr sinnvoll. So, dann wollen wir mal weitergehen. Ob wir noch irgendwas hier finden? Ich denke nicht. Nein, hier ist nichts mehr. Alles klar, während ich gerade wieder eine Benachrichtigung von Skype bekommen habe, die ich gerade auf dem Laptop hatte. Naja, egal. So. Oh Gott. Ein Drache? Okay, jetzt könnte ich das auch wegklicken. Lebendig? Nö, tot. Bist du wirklich ein Drache? Nö. Nö, ich bin ein Zwerg. Und er rennt Kaninchen. Weg. Oh, rennt gegen die Wand. Der Drache. Okay. Tja. Gehen wir erstmal hier rein, wo er herkam. Vielleicht finden wir noch was. Ey, guck mal. Ein Werkarbeiter. Hihi. Mal gucken, was der uns zu sagen hat. Dann kannst du mal lesen. Mann, ist das ein Krach. Frag mich, was dort wohl abgeht. Dreh dich mal um, ich kann's dir sagen. Naja, will er nicht. Okay. Er ist mutig. Er ist mutig. Gut, dann gehen wir mal weiter. Oh. Oh, jetzt hat er sich wohl einen Kollegen geholt. Ha! Ich habe keine Angst. Schnappen wir ihn uns! Ja dann, viel Spaß. Oh. Tja, Leute. Der Diplom-Ingenieur und sein Kumpel. Ich werde jetzt mal präsentieren, was. Das ist ja geil. Ich werde jetzt mal versuchen zu präsentieren, was passiert, wenn man nur angreift. So. Die greifen mich nämlich auch automatisch an und die Rache ist automatisch der Welpenhauch. Das heißt, wir verbrennen die automatisch alle. Ihr seht es schon. So. Das hat schon mal funktioniert. Gut. Dieses Video wird sowieso erstmal länger, weil es der Anfang ist. Es scheint, als wäre er tot. Ja, sehe ich genauso. Er riecht verbrannt. Jawohl. So sehe ich es auch. Hey, wer bist denn du? Hast du Angst oder was? Du hältst dich an der Wand fest. Moment mal. Tu mir nichts! Nö. Du bettelst so schön. Was machst du denn da? Du bettelst ja auch. Der haut auch ab. Ja. Den darfst du auch wieder lesen. Du wirst mich doch nie fressen wollen. Ich schmeck voll widerlich. Ja, richtig. Deswegen lass ich ihn liegen. So, was machst du da? Ey, du sollst nicht den Arsch rausstrecken. Der betet. Ich glaub, ich mach in die Hose. Ja, dann andersrum bitte. Nicht mit Arsch in der Luft. Naja, egal. Was machst du da? Ey, Beinschere. Fress mich nicht! Speik kein Feuer nach mir! Nö. Du bettelst. Ich bin ein Drache, der tötet keine Leute, die betteln. Was machst du denn da? Mal gucken. Der hat keinen Kopf mehr. Ja. Wir sind verflucht und verloren. Ich wusste es doch, dass wir keine Toten ausgraben dürfen. Wir sind verflucht und verloren. Ja, das stimmt. Nee, da gehe ich noch nicht lang. Oder? Gehe ich da lang? Mal gucken. Nee, da gehe ich noch nicht lang. Nee. Ich habe erstmal noch vor, hier runter zu gehen. So, im Übrigen muss ich dazu sagen, das Spiel ist schon sehr lange her, dass ich das gespielt habe. Oh, was wollt ihr denn? Begrüßungskomitee. Es ist hier. Ich weiß, dass ich hier bin. Ihr auch? Cool. Attacke, automatisch. Der Polio und sein Kumpel. Ja. Autsch. Und Rache, Welpenhauch. Yeah! Der geht ab, der Welpenhauch. Jo. Hammer. Aber nur in diesem Falle. Andere haben einen Welpenduft, aber der hat einen Welpenhauch. Oh ja. Und was für ein. Mundgeruch der feinsten Sorte. Der riecht wieder verbrannt. Und er bewegt sich nicht. Gut. Ist hier noch was? Ey, guck mal, da ist ja einer. Oh nein, er hat mich entdeckt. Es ist vorbei, das war's. Stimmt. Naja, egal. Bei dem kann ich nichts machen. Also, wie gesagt, der Anfang hier ist eigentlich ziemlich geskriptet. Da kann man nichts mehr dran ändern. Ich weiß ja noch, was alles hier passiert. Oh je, Leute. Es gibt 2-3 Orte, da werdet ihr mich fluchen hören während des Let's Plays. Das sage ich jetzt schon. Weil ich noch ganz genau weiß, was da auf mich dauert. Würg. Oh. Was ist das? Aha. Der hat eine Zwiebel auf dem Kopf. Der ist ein Döner.
Ja, den soll jemand helfen. Mal schauen, ob man dem helfen muss. Nee, ich gehe erstmal hier hoch. Vielleicht finde ich hier noch was. Nee, hier nicht. Vielleicht finde ich hier noch was. Ich gehe erstmal noch ein bisschen was auskundschaften, weil ich meine, man konnte hier zwischendurch sogar mal was finden. So wie gerade diese Flügelklinge. Nee, da ist nix. Hier ist auch Oh, nix. nix. Alles klar, dann müssen wir hier wohl geradeaus. Was ist mit einem Drachen? Hm? Oh. Oh. Ja, nun, ja, wir wollen ihn lebend. Oha. Ja, so sieht er auch aus, als würde das wollen. Der Bediener und der Arbeiter, nun als meine Gegner. Das Problem ist, diesen Kampf, der ist auch geskriptet. Ihr werdet gleich sehen, was passiert. Ich könnte jetzt den Bediener zum Beispiel angreifen. Mal schauen, ob es gelingt. Ich denke eher nein. Doch, es funktioniert. Bam! Aber er weicht aus. Er macht, kriegt keinen Schaden. Und der Arbeiter greift Klar. an. Oh. Welpenhauch! Yes. Oh. Nein! Ja. Man sieht schon, da ist ein Kopf im Moos, ein Drachenkopf im Moos eingespannt. Oder umgeben. Nimm dies! Was macht der Bediener da? Autsch. Die tun dem weh. Das war der Kran. Direkt ins Gesicht. Oha, böse Geschichte von früher. Oh je. Tja, was will man da machen? Game over. So, das war Revenites Let's Play von Breath of Fire. Das wäre natürlich schade, aber Leute, keine Sorge. Das ist alles geplant. Wir sehen ja, der Drache ist wieder wohlauf, er ist zumindest im Käfig. So sehr wohlauf ist er ja dann wohl nicht. Und er will losfahren. Ja, toll, wo will er mich denn hinbringen? Hallo? Hat er mich vielleicht mal gefragt, ob ich da überhaupt mitfahren will? Nö. Das ist dem wurscht. Toll. Auf Wahrscheinlich geht's. kommt es ins Drachenheim. Ja, glaube ich auch. So, Leute. Jetzt gibt's eine Stelle, wenn man da nicht weiß, dass man da was machen kann, ist man ganz schön gelackmeier. Man weiß nämlich jetzt, wie man weiterkommt. Man muss sich nämlich bewegen, wie doof. Und dann den Käfig dazu bringen, Ja. runterzufallen. So wie jetzt in diesem Falle. Tja. Das ist ja originell. Ja. Und der Käfig stürzt. Und jetzt sind wir, glaube ich, genau in den Zedernwäldern. In der Wildnis, sozusagen, ausgesetzt. Und wer ist er denn? Okay. Und ein Wildschwein. Ja. Scheint wohl eine Art Versteckspiel zu sein. Keine Ahnung. Hä? Ist da was? Nö. Ah! Und es rennt weg. Ja, toll. Er hat wohl gerade den aufknallenden Schock gehört. Oder beziehungsweise Aufprall. Verflucht, ich werde nicht mehr viele Chancen wie diese erhalten. Tja. Nee, ich hab's fast. Oh, wo kommt der Lärm her? Ist das der Bruder von Cat? Er ist auch aus dem Stamm, so viel dazu. Aus der Karaya-Stamm. Oder der, oh, ich weiß es gar nicht. Der wird in Breath of Fire 4 wird der erwähnt. Der Kraya-Stamm, glaube ich, ist das. Auf jeden Fall. Was ist das für ein Baby da in der Mitte? Oh, Bruder, das ist genau das, was ich brauchte. Hehe. Bäm, einer kaputt. Das soll dir eine Lehre dafür sein, dass du mein Abendessen gestört hast. Ja, bäm. Dir auch. Okay. Der scheint cool drauf zu sein, der Typ. Da liegt ein Ja. Exhibitionist. Wer magst du sein? Eine Weise? Wer weiß? Du kannst glücklich sein, dass diese Flüche dich nicht in Stücke gerissen haben. Ja, ich glaube, das Problem ist in diesem Spiel, dass die Übersetzung sehr arg eingedeutscht wurde. Ich hätte sowieso nichts zu genug zu essen für dich. Was denkt er sich jetzt nur? Selbst wenn ich dich mitnehmen würde. Er könnte ihn ja einfach auch braten. Ja, eigentlich schon. Mami? Hä? Was? Alles klar, schon gut. Okay. Aha. Erbarmt er sich also doch? Onkel Ray bringt dich nach Hause. Das ist aber nett. Du hast ihm das hoch anzurechnen.
Echt? Glaube ich nicht. Bam, 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 bam. Möchte wissen, was du da draußen alleine gemacht hast, hä? Tja, möchte ich auch mal wissen. Und ohne Kleidung. Tja. Tja. Das sowas machen halt die Exhibitionisten, ne? Ja, richtig. Vor allem lagen sie da mit Lacker ja da in der Nähe eines Käfigs. Was könnte das gewesen sein? Dort könnten seltsame Spiele vonstatten gegangen sein. Oh ja. Auf die wir besser nicht näher eingehen. Richtig. Oh, da ist noch jemand. Wo ist Ray? Okay. Wenn man vom Teufel ich springt. Habe Hunger. Er ist zurück. Hallo Ray, willkommen zu Hause. Ist das das Essen? Junge, du willst ja alles essen, nicht wahr? Tipo? Ah. Und wer ist das? Frag mich nicht. Schaff ihn in dein Bett, okay? Und er rennt hoch. Das ist fies ohne Ende, oder? Ja. Frag okay. nicht, er schläft in deinem Bett. Na, wer ist er? Ich sagte euch, ich kenne ihn nicht. Ich fand ihn in den Wäldern. Wirklich? Klingt genauso wie meine Geschichte. Er hatte auch eine schlimme Vergangenheit. Ja. Denke ich. Wurde er auch nackt ausgesetzt. Anscheinend. In der Nähe eines Käfigs. Ja, ein Waisenkind. Kein Wunder, es war ein mageres Jahr. Er hat noch nicht mal Kleidung. Warum lassen wir ihn nicht schlafen? Während wir ins Dorf gehen. Wenn wir nicht bald was zu essen finden? Ja, hat er wohl recht. Also scheint wohl nicht gut, um dieses bestellt zu sein. Jemand hat ihn ausgesetzt. So wie mich. Nicht sehr schön. Also ich erinnere mich noch an so ziemlich alles in dem Spiel, aber manche Stellen werden doch wieder blind, so ziemlich. Okay, das möchte ich nicht spoilern, wer das ist. Definitiv nicht, weil dann nehme ich die ganze Geschichte vorweg. Siehst du, Rafe? Du hast dasselbe Schicksal wie ich. Versteh doch. Die sind schwach, arm und mitleiderregend. Wow, was passiert denn da jetzt? Es werde Licht. Ein Lichtkreis. Oh, Hallöchen. Navi. Hui, in groß. Und weiblich. Sehr weiblich. Rafe. Hui. Was macht sie denn jetzt da? Sie schenkt ihm Klamotten. Rafe. Ich bin also ihr Rafe? Cool. Okay, jetzt haben wir einen Bezugspunkt. Rafe. Also, diese... Alles klar. Er war ja nackt. Oh, er wird wach. Ui. Oh. In einem Nachthemd. Hüpp. Okay. Ja, Leute, der Protagonist, der kleine Junge hier. Ist das nicht schön? Wir laufen ein bisschen über die Weltkarte. So, zack. Erstmal schauen, ob Ray und Tipo vielleicht da sind, beziehungsweise hier mal reingucken. Ist etwas hier? Yay, wir haben ein Vitamin gefunden. Juhu. Was haben wir hier? Ist etwas hier? Yay, wir haben einen Wurm gefunden. Lecker, Wurm. Ins Menü kommen wir immer noch nicht. Ich glaube, hier lang geht's raus. Genau. Hier lang ging's raus. Und jetzt muss man hier erstmal den ganzen Weg außen rumlaufen, dass man nach draußen kommt. Ah, ist das schön. Da sind wir auch schon draußen. Die Monster, die hier stehen, lasse ich eiskalt stehen, denn ich weiß, was die von mir wollen. Die wollen mir nämlich einiges aus dem Spiel erklären. Was willst du mir erklären? Den darfst du lesen. Kind! Sei besser ein wenig vorsichtig hier in der Gegend. Einige Rabauken, Ray und Tibu, treiben sich hier rum. Richtig. Da wär ja, ich vorsichtig, du Mann. Das Schlimme ist, die kennen wir ja. Ja.
So, und jetzt sind wir mitten in den Zedernwäldern und marschieren hier ganz schnell durch. Der rennt in seinem Nachthemd rum und kein Mensch wundert. Richtig. Hier ist ja auch der Zedernwald, der ist eigentlich eher recht verlassen. Mal schauen, ob ich hier schon irgendwo hingehen kann zu einem besagten Ort und ob ich da jemanden treffe. Jo, Tatsache. Hey, alles klar, Keule? Hey, Kind! Wenn du so allein rumläufst, bist du ein gefundenes Fressen für allerlei Getier. Stimmt. Aber egal, ich bin mutig. Ich bin ja schließlich in einem Käfig wach geworden. So. Ich bin schließlich der Hauptdarsteller in diesem Spiel. Das auch. Oh, die Weltkartenmusik, also die liebe ich auch. Die wirst du dann auch hören am 17. Oktober, wenn dieses Video on air geht. So, wir müssen erstmal eher nach McNeil in diese Stadt hinein. So. Okay. Dann wollen wir uns doch mal hier ein bisschen umschauen. So. Was zum... Oh. Den kennen wir doch. Raus hier, ihr Blagen! Oha. Hahaha, niemand wird mich kriegen. Nutzt nichts, Ray. Jeder hier hält nach uns Ausschau. Tja, nicht gut. Keiner hat viel zu essen. Naja, schlechte Ernte und so. Hey, Tipo, schau dir das mal an. Na, bist du endlich aufgewacht, hä? Nö. Steh nur so hier rum. In meinem Nachthemd. Das ist ja wohl die Höhe. Nun haben wir noch ein Maul zu füttern. Wie wär's? Er könnte uns doch helfen, Ray. Gute Idee. Sklavenhandel ist verboten. Ja. Aber ich glaube, wir müssen ihm erst den Schlafanzug ausziehen. Wie, ich soll euch nackt helfen? Nun komm! Wir werden dich jetzt gescheit ausrüsten. Cool. Ich krieg eine Ausrüstung von denen geschenkt. Boah, ist das geil, ich renn hinterher. Warte es ab, Rafe. Ray wird dich in 0, nichts richtig anziehen. Hä? Oh Gott, Angst. Moment mal. Hoffentlich keine Frauenkleider. Moment mal, ich genau das gleiche denke ich jetzt auch gerade, was Tipo denkt. Sagte ich gerade Rafe? Ist dies dein Name? Komisch, woher wusste ich das? Vielleicht geträumt? Könnte sein. Wow! Oh, abhauen! Ey, lass mich doch nicht da stehen! Was soll der Scheiß? Haben die nur alle? Die lassen mich da stehen. Die haben für mich Klamotten gekloppt und lassen mich da stehen? Toll. Das war knapp, nicht wahr, Ray? Ja, das war es. Aber wir konnten ihm was zum Anziehen besorgen. Beeil dich, Rafe! Sei kein Lahmarsch! Okay. Hallo! Na? Ui, schick! Nicht gewohnt, eine Rüstung zu tragen? Nun, besser als ein Schlafanzug, hä? Wenn du mal eins. Was sollen wir nun unternehmen, Ray? Nun... Jeder in der Stadt ist arm dran wegen der miesen Ernte. Ich hab's! Lasst uns zur Straße gehen. Wir werden dort Arbeit finden. Das Arbeitsamt, die Straße? Scheint wohl. Weiter vorne gibt es eine Straße, die man Iralweg nennt. Wir gehen oft hin und rauben Leute aus. Das ist doch keine Arbeit. Es ist nicht unsere Art, Leute zu verletzen. Sie beklauen ja, aber ich werde niemandem etwas antun. Toll. Das ist richtig. Selbst ein Anfänger wie du kann das. Na, nicht aufregen. Lass uns gehen. Okay. Von jetzt an können wir auch endlich in das Menü gehen und wir haben Ray und Tipo dabei. Ich erkläre mal eben kurz das Menü, damit auch du verstehst, was ich jetzt gerade meine. Ich kann jetzt zum Beispiel hier Objekte benutzen. Hier das Vitamin zum Beispiel gibt 100 SP zurück, also Lebenspunkte. Dann gibt es noch Sortieren, Wegschmeißen und wichtige Objekte anzeigen. Davon haben wir noch keine. Es gibt später noch eine weitere Option, die werde ich aber hier definitiv nicht freischalten können, bis dahin. Fähigkeiten sind Zaubersprüche, wie zum Beispiel hier, der gute alte Rafe kann schon heilen. Das kann er jetzt schon, bevor er überhaupt irgendein Level aufsteigt. Wir könnten Fähigkeiten sortieren und so weiter. Ausrüstungen sehen wir hier schon, er hat einen Dolch. Aber die Flügelklinge macht ihn zumindest etwas stärker. Aber,
Schauen wir mal. Oh, die Flügelklinge macht ihn auch nicht viel besser. Ne, Tipo bekommt es nicht. So, der Held kriegt dann die Flügelklinge. Die hat nämlich, glaube ich, noch einen besonderen Effekt. Nee. Man muss auch immer auf das Gewicht der Rüstung achten. Die steht ja immer daneben, dieses GEW. Steht immer für das Gewicht, dann wird er nämlich auch langsamer. Und kann im Angriff natürlich nicht so schnell angreifen. So, man könnte noch die Ausrüstung optimieren, eine Schnellausrüstung machen und Ausrüstung entfernen, also abwerfen. Taktiken, man kann die Formation jetzt zum Beispiel ändern, indem wir hier diese Normalformation nehmen oder Angriff und Abwehr. Ich gehe am Anfang immer so vor, dass ich die Angriffsformation wähle und dann Ray nach vorne stelle, da er der Stärkste ist aus dem Team. Status kann man sich nur anschauen. Da gibt es noch andere Änderungen, die man später erklären kann. Die Konfiguration, das, was wir gerade alles gesehen haben. Und man könnte noch kampieren, wenn wir auf der Weltkarte wären. So, das ist so viel zur Erklärung. Es laufen immer alle drei auf der Weltkarte rum. Und man kann auch hier wieder die Charaktere erwechseln, indem man L1 drückt. Und jeder hat besondere Fähigkeiten. Der Held kann mit dem Schwert schwingen. Ray kann Schlösser knacken. Und Tipo kann treten. Der kann zum Beispiel gegen Bäume treten. Wie hier. Dann fällt vielleicht was runter, ne? Zum Beispiel. Oder man kann auch Menschen treten. Kann man auch. Moment. Bam. Bam. Wohin? ja, wo er hingetreten hat, weiß ich nicht. So, man kann überall halt hintreten. Gehen wir erstmal hier rein. Mal schauen, was hier noch eventuell drin ist. Och, wer ist der denn? Den trete ich. So. Und nochmal. Und nochmal. Was sagt er uns? Ich schufte hart und McNeil nimmt alles. Gibt es keinen Weg, es leicht zu nehmen und das und doch das zu kriegen, was ich will? Ich trete dich. Willst du das? Oder ich schlitz dich. Willst du das? Nee, will auch nicht. Ja gut, egal. Wir gehen da mal weiter. Sehr rabiat. Richtig. Wir wollen ja auf den Uralweg. Ach, wieder die Weltkarte. So, jetzt kann ich auch eben kurz erklären hier. Dieses Rein wären Monsterkämpfe. Start wäre übernachten. Könnte ich jetzt im Camp machen. Und Dreieck kann ich immer an Orten auswählen, wie hier zum Beispiel, kann ich erklären. Einer der Hauptwege zwischen Windia und den Minen. Man hört von Dieben, die hier regelmäßig zuschlagen. Das sind immer so Ortbeschreibungen, die man sich anschauen kann. Und wir werden mal auf den Uralweg gehen. Dann wollen wir mal. Ja. Oh. Kämpfen müssen wir natürlich auch. Man hat jetzt gesehen, die Ausrufezeichen über dem Kopf zeigen einen Kampf an. Oh, Kobold und Elite-Kobold. Nee, da habe ich was anderes vor. Ray, du greifst den Kobold bitte an. Tipo, du auch. Und Rafe, du prüfst den Elite-Kobold bitte. Nein, er hat es nicht geschafft. Genau die Fähigkeit möchte ich nämlich erlernen. Einfluss. Genau diese Fähigkeit möchte ich erlernen. Naja, egal. Denn die ist für später sehr, sehr sinnvoll. Jetzt kann ich ihn nicht mehr lernen. Er wird nämlich wegrennen. Sag ich doch. Naja. Für alle, die das Spiel eventuell kennen, wissen auch vielleicht, warum ich diesen Skill unbedingt lernen will. Denn er ist für später eine sehr nützliche Sache. Laufen wir erstmal noch ein bisschen rum und noch ein bisschen weiter zu kämpfen. Und gegen Bäume zu treten. So. Schon so lange kein Breath of Fire mehr gespielt, da muss ich das glatt machen. Bam. Oh, wieder kämpfen. Sehr schön. Bam, bam. Mal schauen. Vielleicht kann man jetzt... Ein Frauenmörder. Ja, Frauenmörder greifen die beiden wieder an und Rafe prüft wieder. Weil wenn Rafe vorne steht, der macht ganz schön Schaden. Der gibt immer schön was ab und hält auch ein bisschen was aus, zumindest mehr als die anderen beiden. Da er schon auf Level 6 ist halt. Der ist schon voran. So eine Art Herbergsvater für die beiden. Gerade wollte ich sagen. Bam. Das ist doch Vater. So. Mann, Tipo, du sollst richtig treten. Und es reicht immer, wenn einer den Gegner so zumindest mit Ausrufezeichen erkennt, damit man nicht in den Hinterhalt gerät. Oh, Aigus. Auch schön. Die können wir auch angreifen. Da ist jetzt, von denen können wir nichts lernen. Die sind unfähig. Bam. Ach, das ist schön, dass die Gegner immer wieder auftauchen, ne? Ja, das sind so... Diese Gegner sind so Running Gags in dem Spiel. Man sieht auch, die Abwehr von Ray ist auch sehr hoch. Zumindest was die Anfangsgegner angeht. Oh, der Erfolgsjingle ist auch sehr schön, den habe ich fast komplett vergessen. Aber kommt immer noch nicht an den schönsten Jingle ran, den ich je gehört habe, nämlich Shadow Hearts Covenant. Ich muss es immer wieder betonen, ich liebe diesen Jingle einfach nur. Obwohl die beste, zumindest was ich auch, weil ich auch schon gesagt habe, für den DS, weil ich habe ihn ja auch, wie man ja auch gesehen hat an der Ace Attorney-Reihe, sonst würde ich sie ja nicht kennen, die erste Tony-Reihe hat für mich den besten Soundtrack auf dem DS. Da kann man sich streiten, ob es nun mal so ist oder nicht. Aber ich finde schon.
Währenddessen kann ja die gute Steffi schon mal so einen kleinen Einblick geben, was sie bis jetzt von dem Spiel hält. Oh, ich, die Acer-Tourney-Reihe, meinst du? Nee, jetzt hier von Breath of Fire. Ach so, ja, das ist wunderbar. Also ich kenn's ja nicht. Ich kenne nur die alten Sachen, also für Super Nintendo die zwei Teile. Aber das gefällt mir richtig gut. So, mal gucken. Ist ziemlich teuer wahrscheinlich, ne? Inzwischen. Ja, es kostet mittlerweile auch einen ziemlich leckeren Penny, ja, stimmt. Das glaube ich. Und ich hab... und ja? Dass die das lokalisiert haben, das wundert mich auch. Weil der dritte ist, glaube ich, nicht lokalisiert. Das ist ja der dritte, der ist lokalisiert. Welcher war denn das dann? Für die PlayStation 2 einer? Der fünfte. Genau, den meine ich. Der wurde auch lokalisiert, der wurde sogar ganz fatal lokalisiert. Ja? Der Teil, der nicht lokalisiert wurde, war der vierte. Okay, dann war's der. Der vierte, der... Die lernen einfach Einfluss nicht. Wahrscheinlich geht's noch nicht mit dem Lernen. Das muss ich dann irgendwann mal auf jeden Fall nachholen. Man würde dann nämlich so ein Ausrufezeichen sehen, dann hätten sie es gelernt. Und ich brauche diesen Skill einfach. Ich brauche ihn. Ich werde es jetzt einfach so machen, dass ich versuche. Nee, geht nicht. Alles klar, das heißt, jetzt hier so, bevor der erste Anfang überhaupt so stattfindet, kann man es nicht erlernen. Gut, macht nichts. Wir sind aber kurz vom Level-Up, das ist schon mal gut. So, dann greifen wir jetzt an. Da kenne ich jetzt nichts. Dieser primitive Kobold, der da am Rand steht. Ja, aber der Elite-Kobold macht auch Schaden. Ja, oder kriegt zumindest Schaden. Mal gucken, wie der Gute hält, so schlecht. Der dreht sich weg, wenn er sein Schwert schwingt. Ach, ist das schön. Ah, 6 Punkte bekommen. Tipo ist auf Level 2 gestiegen. Und auch Rafe ist gestiegen. Oh, seine Intelligenz ist hochgegangen, jawohl. Hammer. Nein, jetzt wird er eine Intelligenzbestie. Das mache ich jetzt auch. Ich verkloppe ein paar Stofftiere und dann geht meine Intelligenz hoch. Jawohl. Okay. Hier arbeiten wir. Auf dem Uralweg. Hm. Okay. Ich glaube, ich werde das auch so machen, dass ich jetzt immer Breath of Fire 3 mit Gästen mache. Diese Straße führt direkt nach Windia. Windia. Das kennen wir auch noch. Das kennen wir alles. Eines Tages jagen wir diesen Ort hoch. Und brechen zu einer echten Stadt auf wie Windia, oder Ray? Hm. Lasst uns mal nachdenken, wie wir heute was zu essen kommen, anstatt uns darüber einen Kopf zu machen, okay? Ja. Wir verstecken uns und warten, bis jemand vorbeikommt hinter dem Baum da. Die Stelle gefällt mir gut. Echt? Mir auch. Ich will dahin. Anstrengendes Leben, so als Robin Hood. Ja. Okay. Man sieht da hinten auch einen Beutel. So leicht. Und den Pfeil, den gibt das Spiel an. Damit man weiß, wo man hingehen soll. Ich zeige jetzt aber erstmal etwas mit dem kleinen Gebüsch, was hier ist. Dieses kleine hier. Kann man nämlich kaputt hacken. Oh, wieder kämpfen? Blöd. Egal. Machen wir trotzdem. Kobold und Elite Kobold. Ich versuche es nochmal. Auf die Hoffnung, dass es mal funktioniert. Natürlich nicht. Oder Ray steht zu weit oben, weil hier ist der Charakter nicht immer zentriert, wenn es um den Kampf geht. Aber es hat nicht funktioniert. Oh, der hält ein bisschen mehr aus. Oh Mann. Okay. Elite Kobold, du bist fällig. Ich habe jetzt keinen Spaß mehr daran, dich ewig nur Einfluss machen zu sehen. Vor allem ist dieser Einflusszauber für mehrere Stellen sogar sehr wirksam. Ich habe nämlich vor, eine Stelle sogar zu schaffen, die optional ist. Oder einen Gegner zu schaffen, der optional ist später. Wenn nicht, ist nicht schlimm, aber ich würde es eigentlich doch schon gerne präsentieren. Jetzt hole ich mir aber erstmal den Beutel, der hier liegt. Den haben wir ja gesehen. 40 Zenny, yay, wir haben Geld. Alles klar, wir warten hier. Ich habe die Stelle erreicht. Mal schauen, was jetzt kommt. Hm. Wenn jemand kommt, springen wir hervor. Guter Plan. Finde ich auch. Ungefähr so. Okay, ihr zückt eure Waffen und ich stehe daneben und schüttel nur den Kopf. Was ist los, Rafe? Man geht nicht gerade sanft mit uns um. Ja. Keine Sorge. Wir sind nur arme Kids, die etwas zu essen wollen. Jeder wird uns das nachsehen, okay? Dieses Spiel ist übrigens auch wieder ein Spiel, wo der Held nicht spricht. Das kennt man ja schon mittlerweile. Mhm. Der hat das Sprechen einfach nicht gelernt. Der kann nur rumschreien wie ein Kind, wie so ein Baby. Oh, oh. Hey, da kommt jemand. Ey, den kennen wir doch. Bei dem war ich doch schon gerade. Ui. Das ist Gimli in groß. Ja, so ungefähr. Er ist allein.
Okay, Rafe, zeig uns, was du kannst. Schnapp ihn dir. Hä? Oh, oh. Was? Ihn einfach umrennen. So. Ja, toll. Was willst du, Kleiner? Mich ausrauben? Hm? Oh, oh. Oh, der wird sauer. Ja. Wir haben momentan schon genug Ärger hier mit diesen Verbrechern, Tipo und Ray. Hört mir genau zu. Falls ihr ihnen begegnet, dann sagt ihnen, ich krieg sie. Sie werden's bereuen. Echt? Will ich aber nicht. Ich will's aber nicht bereuen. Und ich will's denen auch nicht sagen. Die haben mich gerade einfach nur runtergetreten von der Bühne hier. Hoppala! Das scheint Bunyan zu sein. Tja, Bunyan. Der war nicht gut drauf. Ja, Bunyan, ein Charakter, den werden wir noch oft genug erleben. Was glaubt ihr eigentlich, wer er ist? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall komme ich zurück. So. Ich will eine Erklärung. Wartet mal. Wenn der alte Bunyan hier ist, heißt das... Keiner ist bei ihm zu Hause, richtig? Oh. Ihr habt recht. Auf zu seiner Hütte zum Essensplündern. Das geschieht ihm recht. Okay. Und da der kleine Rafe natürlich keinen eigenen Willen hat, geht er natürlich mit. So. Wir sind jetzt wieder auf der Weltkarte. Ich möchte jetzt mal etwas kontrollieren. Ne, hier muss ich noch nicht hin. Ich wollte woanders hin. Das kann man nämlich am Anfang des Spiels schon eigentlich machen. Scheiße. Da will ich es zu. Okay. Hier wäre ein Angelplatz. Später mal. Ein sehr guter sogar. Weil hier kann man später auch durch diese Bäume. Diese Feenringe, diese Blumenringe hier. Blumenwiesen, die sind für später interessant. Allerdings gehen wir mal wieder aus McNeil raus. Und gehen zu Bunyans Hütte. Das ist diese Hütte, die hier zu sehen ist. Mhm. So, dann wollen wir mal schauen, was er uns noch hier eventuell leistet. Gehen wir mal hin. Düdel, 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 so. Kämpfen. Okay. Wir kämpfen. Und wir kämpfen gegen Kobold und Elite-Kobold. Alles vielleicht klar. Klappt's jetzt. Nee, ich versuch's gar nicht erst. Ich glaube, ich muss nämlich eine gewisse Situation erst gemacht haben, bevor es geht. Ach so. Bam. Soweit ich das in Erinnerung habe, war das so. Weil jetzt kommt es gerade so ein bisschen wieder. Ach, Kobold, man stirbt doch einfach. Verrecke. So. Genau so. Ein wahrhaft großer Sieg. Jawohl. Und weiter. 123 Zenny haben wir. Yay. Auf geht's. Njaum. So. Hütte ist leer. So. Jetzt sehen wir, verschlossen. Ray könnte das Schloss vielleicht knacken. Machen wir doch glatt. Zack. Ray hat das Schloss geknackt. Wunderbar. Nichts einfacher als das. Mhm. Das dachte ich mir. Keiner zu Hause. Sieht genauso, sehe ich genauso. Der kann aber jeden Moment heimkommen. Ja, könnte durchaus passieren. Halte deine Augen offen, Rafe. Es könnte uns jemand hören, wenn wir zu viel Krach machen. Okay. Dann sei doch einfach ruhig. Okay. Wir teilen uns auf und spionieren den Ort aus. Lautlos. Okay. Tü-tü-tü-tü-tü. Ja, die gehen ja nur spazieren da drin. Es sollte hier was zu essen geben. Hm. Tja. Oh, oh. Nein! Rafe! Psst! Beruhige dich. Kühl dich ab, Rafe. Hä? Wieso ich? Ihr seid doch schuld. Ich gehe jetzt erstmal hier hin. Mal gucken, ob hier was drin ist. Nichts. Toll. Shit. Da ist auch nichts. Aber da ist eine Leiter. Geh doch gleich mal runter. So. Das sieht vielversprechend aus. Feuerholz. Das können sie ja nehmen, wenn sie hier den Ort niederbrennen wollen. Fässer. Schwert. Mal gucken, was hier drin ist. Ist etwas hier? Du fandest Fleisch! Yay! Ja! Wir haben was zu essen gefunden. Cool. Was gefunden? Ja. Ach du. Ja. Hey, hier sind Lebensmittel. Ja toll, die kann ich euch in meinem Markt auch verkaufen. Alles klar, kommt, wir verduften hier.
Okay. Oh oh. Da kommt das jemand. Das hört sich nicht gut an. Oh oh. Der alte Bunyan kommt heim. Oh shit. Jo. Wir werden Ärger kriegen. Ich werde es hinbiegen. Ja, echt? Meinst du? Und wie? Viel Spaß. Das möchte ich sehen. Wenn was passiert, lenke ich ihn ab. Und ihr macht euch aus dem Staub, okay? Okay. Ups. Gleich geht's los. Ich glaube, das hat nicht funktioniert. Hey, hey, ist alles okay? Es gibt keine Chance, dass Ray... Doch, man hat's gehört. Naja. Glaube, ich sollte lieber schauen, was da los ist. Ja, stimmt. Geh mal hinterher. Finde ich gut. Keine Sorge. Wir kommen hier raus. Richtig? Ja, ja. Werden wir schon. Mal gucken. Ups. Tja. Mal schauen, was da passiert ist. Wir gehen mal hinterher. Wir haben ja nichts zu befürchten. Wir wollten ja eigentlich nicht klauen. La 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 la. Mal gucken, was er mit uns macht. Oh, oh oh. Au. Oh. Hat er mir eine Runner gehauen. Naja. Toll. Toller Typ. Ich wusste, dass ihr zu nichts taugt. Aber ich dachte nicht, dass ihr so tief fallen würdet. Von jetzt an darfst du auch ein paar Rollen sprechen. Du sprichst von jetzt an Tipo. In einer Zeit wie dieser, wo ein jeder leidet. Im Klartext, wer nicht arbeitet, hat keinen Anspruch auf Essen. Halt's Maul, wir haben doch gearbeitet. Echt? Ja, wir waren Diebe. Habt ihr es immer noch nicht gerafft? Leute berauben ist keine ehrliche Arbeit. Ich hatte vor, euch aus den Wäldern zu jagen, aber... Wenn ihr euch nur bessern würdet, dann könnte ich vergeben und vergessen. Und was erwartest du von uns? Die müssen Ray. Sich selbstständig machen. Ray, du bist doch ein starker Bursche, nicht wahr? Ich habe einen Job für dich. Cool. Du hast doch sicher vom Glausberg gehört. Dem großen Berg nördlich des Waldes. Du wirst alles erfahren, wenn du es siehst. Ich will, dass du dort hochgehst. Verstanden? Okay. Ray, gib Gas. Tja. Die anderen bleiben gefesselt. Ja. Ich allein? Was ist mit denen? Die gehen zu den Dänen. Keine Sorge. Für die anderen habe ich etwas anderes in petto. Cool. Ihr nehmt sie als Geiseln. So dass ich das tun muss, was ihr wollt, richtig? Doch, nein. Na gut, ich mach's. Ich weiß nicht, was du vorhast, aber ich geh zum Glausberg, Tipo. Tipo, behalte Rafe im Auge. Na dann. Hey, alter Mann. Was sollen wir denn tun? So gefesselt. Und so. Arbeite, Tipo. Ja, wie denn? Ich hab doch meine Hände nicht frei. Wenn du was zu essen willst, musst du arbeiten. Verstanden? Ja, hab schon kapiert, aber... Mach mal los. Oh nein, ich erinnere mich. Oh ja. Oh. Ihr sollt Feuerholz schlagen. Ein Minispiel in diesem Spiel. Es ist ganz einfach. Tipo bringt den Stamm und Rafe zersägt ihn. Ihr könnt mit einem Schwert umgehen, oder? Es ist die Dreiecktaste. Wenn du zu schnell schneidest, verletzt du Tipo. Wenn du zu langsam hackst, wirst du den Stamm verfehlen. Hack so viel Holz, wie es geht. Bis ich Stopp sage. Verstanden? Klar! Top, die Wette gilt. Kein Problem. So etwas machen wir im Schlaf. Klar! Ha, sowas von... Komm, Rafe, lass uns das hier erledigen. Na klar. Denn ich hab Hunger.
Alles klar, dann fangt an. Ups, oh. Das war daneben. Getroffen. 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 Nein, Tipo. Mann, mach schneller. Geht doch. Hetz mich nicht. Du bist doch so klein. Da, wieder getroffen, Tipo. Ah, 14, 15. Okay, egal. Stopp. 15 Stämme. Nicht schlecht. Gell? Und die Hände sind auch noch dran. Wir haben gearbeitet. Nun kann sich keiner mehr beschweren. Wenn wir stehlen. Der hat es ein bisschen falsch aufgefasst. Wenn ihr es so seht, wird es euch bald leid tun. Glaubt ihr nicht? Das ist eine Interpretationssache. Wen kümmert's? Eines Tages, bald sogar, hauen wir ab von hier. Ich fürchte mich vor nichts und niemandem, auch nicht vor dir. Wow. Ha! Komm schon, Rafe. Wir folgen Rai. Okay, Rai in der Tube. Wir laufen dir hinterher. Oh, wir müssen kämpfen. Amai. Jetzt steht Tipo vorne. Das werde ich gleich auch auf jeden Fall ändern. Oh, schön. Oh, die kennen wir doch. Ja, Elite-Kobold erstmal. Wir können jetzt immer noch nicht diesen Spruch lernen. Das kommt erst wirklich später. Ich habe mich zwar jetzt nicht in der Zwischenzeit schlau gemacht, wie denn auch, aber ich weiß es. Zumindest jetzt am Anfang geht es einfach noch nicht. Und wir sehen, es gibt auch wieder Racheangriffe in diesem Spiel. Das ist gut. Die kann aber nicht... Es kann nicht jeder Rache. Oh. Oha. Das war jetzt nicht sehr gut. Jetzt rennt der Elite-Kobold weg, Tipo. Ist Rache dann sowas wie die Spezialattacke? Ja. Genau. Bei Breath of Fire 2? Genau. Es ist ein Gegenangriff, der nach einem Angriff erfolgt. Okay, dann wollen wir doch mal Vitaminteller und Fleisch. Nein, wir werden die Fähigkeit von Rafe benutzen und erstmal heilen. So, alle wieder auf Vordermann und wir laufen weiter. Denn ich werde gleich den ersten Block Breath of Fire 2 auch beenden. Ich werde jetzt gleich noch präsentieren, wie das mit dem Campieren gemeint ist. Und erstmal noch zeigen, wo es demnächst hingeht. Wir müssen jetzt erstmal demnächst hierhin, in diesen Fragezeichenbereich. Und dort werden wir uns dann noch ein bisschen aufhalten. Mit einem anderen Gast, vielleicht auch wieder mit Steffi, wir werden es sehen. Ich werde jetzt hier erstmal das Campieren vorstellen. So, wir sind jetzt hier am Lagerfeuer. Sehr Ui, schön. Das sieht ja gemütlich aus. Sprechen ihn mal an. Tipo? Ach, er redet. Ja. Los, wir folgen Rai. Der Glausberg liegt nördlich der Zedernwald. Okay, wir wissen Bescheid. So, wir gehen erstmal ins Zelt, denn hier können wir speichern. Was möchtest du tun? Erstmal ausruhen. Was willst du tun? Bam. So, und jetzt können wir eigentlich sofort weitergehen, aber nein, wir werden speichern. So. Man kann sich übrigens nicht zweimal hintereinander ausruhen, das sagt einem das Spiel, dass es sinnlos wäre, zweimal sich auszuruhen. Kein Speicherfall, dann möchte ich einen speichern. So, Patsch. Ich erstelle den Pfeil. So, wir haben jetzt knappe 43 Minuten in dem Spiel gesehen. Ich möchte jetzt nochmal nach dem Eindruck von Steffi fragen von Breath of Fire 3. Sieht knuffig aus. Also okay. Auf jeden Fall interessant und ist toll, dass man so viel wiedererkennt vom eigentlichen Universum. Das gefällt mir immer sehr gut. Sehr schön. An dieser Stelle bedanke ich mich auch bei dir für die Teilnahme. Ich hoffe, es war nicht zu stressig. Ach Quatsch, hat Spaß gemacht. Ja, und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei einem Let's Play vom Raven Knight, der jetzt mittlerweile nach dem 17. Oktober 2 Jahre dabei ist. Also sprach der Raven Knight immer mehr und Steffi hat die letzten Worte. Tschüss und macht's gut.